So, also Thema Scheduling, wie beim letzten Mal schon angesprochen, kurz ein sehr wichtiges, grundlegendes Thema, dem wir später ein eigenes Kapitel widmen werden, weil es so wichtig und hoffentlich auch interessant ist. Ich hatte beim letzten Mal schon angesprochen, dass wir diesmal kein kürzestes Fahrtenproblem haben, sondern ein längstes Fahrtenproblem, was aber in diesem Fall kein Problem ist, weil der Graph azyklisch sein wird, wie wir gleich sehen werden, sodass die ganzen Probleme, die der Algorithmus von Dijkstra hat, warum er nicht auf längste Fahrtenprobleme anwendbar ist, nur auf kürzeste Fahrtenprobleme mit nicht negativen Kantenlängen, diese ganzen Probleme tauchen dann gar nicht auf. Es geht sogar noch einfacher als mit dem Algorithmus von Dijkstra, werde ich kurz ansprechen. So, was ist Scheduling? Scheduling ist eine sehr generische Problemstellung, die praktisch überall in der Wirtschaft, in der Logistik vorkommt, wann immer ein Projekt zu planen ist, eine Ablaufplanung in einer Fabrik oder ähnliches, in ein Ablauf im Logistikbereich, lässt sich das Problem in der Regel mehr oder weniger reduzieren auf ein paar Basiselemente, die wir hier betrachten werden. Hier zunächst einmal nur kurz eine einfache Form, dann sehr viel systematischer später in einem eigenen Kapitel. So, das ist jetzt ein illustratives Beispiel, was aber durchaus im Prinzip real ist. Natürlich, wenn Sie Ihr kleines Einfamilienhäuschen, was Sie vielleicht später mal als Bauherr oder Bauherrin in den Sand setzen werden, da wird sicherlich niemand anfangen, Planung mit dem Computer zu machen, also höchstens mit einer Excel-Tabelle oder so etwas, aber nicht wirklich, dass der Computer eine Planung erstellt. Aber in größeren Projekten ist es heutzutage durchaus sinnvoll und üblich, solche Planungen zu machen. Und Sie wissen ja von diversen Planungsproblemen, von denen Sie so regelmäßig in den Medien berichtet bekommen, dass Planung von größeren Projekten eine durchaus nicht triviale Aufgabe ist. Ob der Einsatz von Informatik diese Aufgabe einfacher oder komplizierter macht, das ist eine durchaus noch ungelöste Frage. Darauf werde ich dann später im Kapitel über Scheduling nochmal zu sprechen kommen, dass der Einsatz von Informatik, so wie er heutzutage typischerweise passiert, nicht unbedingt die Probleme in der Realität vereinfacht, sondern durchaus teilweise zu den Problemen beiträgt. Aber dazu kommen wir dann später. Hier erst einmal nur ein Aspekt betrachtet, nämlich das Grundproblem reduziert auf ein längstes Fahrtenproblem. Ich hatte beim letzten Mal schon gesprochen von der Granularität. Wenn Sie hier ein illustratives Beispiel, ein Haus bauen wollen, dann haben Sie verschiedene einzelne Aufgaben, die jeweils erledigt werden müssen. Jede Aufgabe hat eine bestimmte Dauer. Hier an dieser Stelle nehmen wir erstmal an, dass wir die Dauer genau kennen. Natürlich kennen wir sie nicht wirklich genau. Wir kennen nur Schätzwerte, Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Darüber werde ich dann später zu sprechen kommen. Hier für diesen einfachen Fall nehmen wir an, die Dauern sind bekannt. Exakt bekannt. Wie granular Sie das wählen, hatte ich beim letzten Mal schon angesprochen. Ob Sie beispielsweise das Einbringen der Elektrik als eine einzige Aufgabe ansehen oder die noch weiter zerlegen in einzelne Aufgaben, das hängt von der Situation ab, wie wichtig eine feingranulare oder wie weit möglich auch eine feingranulare Planung ist. So, was sind die Reihenfolgebeziehungen? Einfaches Beispiel: Das Dach kann ja erst angefangen werden zu bauen, zumindest wenn die Außenmauern stehen. Der Bau des Daches muss nicht warten, bis die Elektrik steht, aber es muss warten, bis zumindest die Grundmauern stehen. Das versteht sich von selbst. Das ist ein einfaches Beispiel, dass wir Reihenfolgebeziehungen haben. Dann gibt es eingeschränkte Ressourcen, restricted resources. Zum Beispiel, wenn Sie ein Bauprojekt haben, wenn Sie nicht Stein auf Stein bauen, sondern beispielsweise Fertighaus, dann wird sicherlich ein Kran davon vonnöten sein.
Und verschiedene Aufgaben, die jeweils einen Kran benötigen, müssen dann vollständig serialisiert werden, wenn Sie nur einen Kran zur Verfügung haben. Offensichtlich, wenn Sie zwei Kräne zur Verfügung haben, können Sie immer zum selben Zeitpunkt zwei verschiedene Aufgaben bearbeiten, die einen Kran benötigen. Fahrzeuge zum Beispiel, um Erde abzufahren, Spezialisten, Elektriker beispielsweise, auch Helping Hands, also auch Leute, die keine Spezialisten sind, sondern eben Handlanger wäre, glaube ich, das typische deutsche Wort. Es ist noch gar nicht so lange her, da war es mutig, dass man Menschen hier in Form von Specialists und Helping Hands unter Ressourcen subsumiert, zumindest in Deutschland. Aber inzwischen, Sie wissen, heutzutage gibt es in Firmen keine Personalabteilung mehr, sondern nur noch HR, Human Resources. Inzwischen ist es auch in Deutschland sehr üblich geworden, Mitarbeiter als Resources zu nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie den einen Dilbert-Cartoon kennen. Also Dilbert kennen Sie, ne? Bitte sagen Sie jetzt nicht nein. Okay. Wo es eine Mitarbeiterbesprechung gibt und der Boss sagt, bisher hat unsere Firmenleitung geglaubt, dass die Mitarbeiter unsere wichtigste Ressource sind. Aber jetzt wissen wir, dass die Mitarbeiter nur auf Platz 9 kommen. Wally fragt, was kommt auf Platz 8? Und der Boss sagt, Durchschlagpapier. Also, Sie sehen, das ist durchaus relativ. So, jetzt gibt es noch weitere Restriktionen, dass einzelnen Aufgaben nicht beliebig im Zeitfenster, im Planungshorizont eingeplant sein können. Denken Sie an das Beispiel Elektriker. Sie haben mit der Elektrikfirma ausgemacht, dass die Elektrik irgendwann im Zeitfenster September gemacht wird. Das heißt, die Elektrikfirma hat ebenfalls ihrerseits ihre Ressourcen für den September geplant. Und wenn sie schneller fertig werden und die Leute die Elektrik schon im Juli gebrauchen können, hilft ihnen das herzlich wenig, wenn die Elektrikfirma im Juli ihre Leute noch nicht zur Verfügung stellen kann. Andere Sachen sind natürlich bei einem Bauprojekt offensichtlich die Jahreszeiten, die eine Rolle spielen, oder Kräne können sie nicht zu beliebiger Zeit ausleihen, die sind ja vielleicht auch woanders noch in Einsatz. Das kann schon mal sein, dass das zu mehr als einer Periode führt, zu mehr als einem Zeitfenster, in dem potenziell eine Aufgabe erledigt werden kann. Aber das lassen wir hier aus. So, eine Beobachtung, das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder die Kurve kriegen, zurück zu dem Thema dieses Kapitels, nämlich die Reduktion auf ein längstes Wegeproblem. Die Beobachtung ist, wenn wir erstmal für einen Moment die Kräne und die Elektriker und so weiter außen vor lassen, also wir haben nur Reihenfolgebeziehungen, früheste Startzeiten, späteste Startzeiten, also Zeitfenster für die Aufgaben, also nur zeitliche Einschränkungen, keine Ressourceneinschränkungen, dann lässt sich das Problem als ein längstes Fadeproblem lösen. Keine Sorge, wir kommen noch dazu. Zu dem Fall, dass die Restricted Resources, die Kräne und die Elektriker wieder berücksichtigt werden. Aber zunächst einmal für den Fall, dass wir da überhaupt keine Probleme damit haben, ja, dass wir Elektriker und Kräne wie Sand am Meer haben oder gar keine Kräne brauchen oder was auch immer. In dem Fall können wir das Problem schon einfach durch ein längstes Wegeproblem lösen. Hier steht, der Beweis, dass das geht, auf der nächsten Folie. Ich will das aber hier an der Tafel machen und dann auf die nächste Folie gehen. Oder? Nö, ich kann die Folie ja schon auflegen. Ist ein bisschen kompliziert, aber die Zeichnung, die sich daraus ergibt, ist nicht so kompliziert. Und wie immer werde ich ja die Zeichnung fotografieren und hochladen. So. Wir haben in unserem Netzwerk, das wir bauen, indem wir längste Wege berechnen wollen, einen Startknoten. Der ist hier im dritten Punkt und der wird
Hier R genannt für Root, kennen Sie ja. So, jetzt haben wir irgendwelche Jobs. Wir haben einen Job Nummer I. Und den realisieren wir durch zwei Knoten und eine Kante. VI, WI. Und die Länge dieser Kante ist genau die Dauer dieses Jobs. Also ich rede immer von Jobs, weil ich hatte es als Task, als Aufgaben eingeführt, aber die in der Literatur finden Sie immer überwiegend das Wort Job und ich habe mich auch so weit daran gewöhnt. Ich hatte in früheren Jahren versucht, immer das Wort Job zu vermeiden und entsprechend andere Aufgaben zu verwenden, aber ich bin immer wieder darin verfallen, dass ich von Jobs geredet habe. Das heißt, ich versuche es gar nicht erst. So, das ist ein Job und in den geht eine Kante rein von der Wurzel in den ersten Knoten VI und die Dauer, die hier drauf ist, die Länge, die hier drauf ist, ist die Earliest Start Time, der von I, versteht sich. Und genauso gut, das ist natürlich nur ein Job, jetzt nehmen wir uns einen zweiten Job her. Vielleicht ein bisschen näher ran, so. Mit einem entsprechend analog einem Knoten VI und einem Knoten WI. So, und natürlich auch dem der entsprechenden Kante hier. Ebenfalls Earliest Start Time jetzt von J, hier von E. So, und jetzt sagen wir, dass es eine Reihenfolgebeziehung geben soll, dass der Job I fertig sein soll, bevor der Job J beginnt. Und dafür fügen wir eine weitere Kante ein mit Länge 0. So, das ist im Prinzip schon die gesamte Konstruktion, jetzt nur für zwei Jobs mit einer Reihenfolgebeziehung, aber ich denke, es ist offensichtlich, wie sich das weiter entwickelt, wenn wir nicht zwei Jobs haben, sondern 2 Millionen Jobs oder 2000 Jobs vielleicht nur. Das ist immer dasselbe Prinzip. Jeder Job besteht aus zwei Knoten, VIWI, einer Kante dazwischen, wo die Dauer drauf ist, und eine Kante, die vom Startknoten dahin geht, in VI hinein. Und wenn es eine Reihenfolgebeziehung gibt, gibt es entsprechend vom zweiten Knoten des vorhergehenden Jobs in den ersten Knoten des nachfolgenden Jobs eine Kante. So, jetzt fotografiere ich das. Gut. So. Jetzt haben wir diese ersten vier Punkte erledigt. Für jeden Job, für jedes Item, für jedes Stück, diese beiden Knoten und die Kante, Reihenfolgebeziehung und der Startknoten mit den Earliest Start Times. Und hier, was wir jetzt sagen ist, in diesem Netzwerk, wo wir jetzt Knoten und Kanten haben und Dauern haben, Längen haben, in diesem Netzwerk berechnen wir die längsten Pfade vom Startknoten von der Wurzel zu allen anderen Knoten. Ich hatte gesagt, der Graph ist azyklisch. Ich glaube, das ist offensichtlich. Die einzige Möglichkeit, wie Zyklen hineinkommen könnten, wäre durch eine zyklische Abfolge von Reihenfolgebeziehungen. Ja? 1 vor 2, 2 vor 3, 3 vor 4, 4 vor 5, 5 wieder vor 1. Und es ist offensichtlich, wenn da ein Zyklus drin ist in den Reihenfolgebeziehungen, dann brauchen wir gar nicht anzufangen. Dann wissen wir, irgendwie kann dieses Projekt kann nicht umgesetzt werden,
weil die Reihenfolgebeziehungen im Widerspruch zueinander stehen. Gibt es eine Frage? Okay. So, ist azyklisch. Wenn, das heißt, Dijkstra hatte kein Problem, wir brauchen aber Dijkstra nicht nochmal, überhaupt nicht, sondern wir gehen einfach die Knoten topologischer Sortierung durch. Das heißt also, der Startknoten zuerst, der hat längste Distanz vom Startknoten natürlich 0. Dann ein Knoten, dann nehmen wir uns einen anderen Knoten her, der nur den Startknoten als Vorgänger hat. Das ist in diesem kleinen Bild nur VI. Dem können wir die Länge dieser Kante, die hinein zeigt, die früheste Startzeit zueignen. Dann, wir können immer noch nicht VJ nehmen, denn da zeigt diese Kante noch Kante von WI und eine Kante von R hinein. Wir können aber jetzt als nächstes WI eine Zeit zuordnen, nämlich die Länge, der längste Weg von R nach VI plus der Länge der Kante DI. Und jetzt haben, wenn sowohl R als auch WI einen Distanzwert haben, jetzt können wir auch einfach VJ einen Distanzwert geben, nämlich das längste von den beiden. Entweder die Distanz von WI plus 0 für diese Kante ist größer als die unmittelbare Distanz von R nach VJ. Oder das andere ist länger, eins von beiden können wir als das längere hernehmen. Und so können wir uns schrittweise, dadurch, dass der Graph azyklisch ist, haben wir eine solche Sortierung der Knoten, die, ich weiß nicht, ob es Ihnen in der GDI2 begegnet ist, aber eine Sortierung der Knoten nennt man topologische Sortierung. Und in dieser Reihenfolge wissen wir, wenn wir an einen Knoten kommen, sind die Distanzen aller Vorgängerknoten schon berechnet und wir können deren Distanzen plus Kantenlänge davon das Maximum nehmen. Da war eine Frage? Sie müssten Dijkstra ja umkehren, also das Längste immer als erstes nehmen. Genau. Dijkstra läuft alle Punkte ab, kann deshalb nichts auslassen. Und wenn wir Dijkstra genau die Logik umkehren, an der einen Stelle aus dem kleiner Zeichen ein größer Zeichen machen, letztendlich ist es ja nur das, dann wird Dijkstra bevorzugt erstmal den längsten Weg gehen und wird dann bei jedem Knoten auch als erstes mit dem längsten Weg ankommen. Und der setzt dann sozusagen den Maßstab und alle kürzeren Wege, die dann später ankommen, werden dann dieses Ergebnis nicht mehr überschreiben. Gut, so viel dazu für den Fall, dass wir keine Einschränkungen bei den Ressourcen haben. Natürlich dadurch, dass wir Kräne, Elektriker, was auch immer, nicht berücksichtigt haben in diesem Modell. Halt, wir sind noch nicht fertig. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt kommt noch der letzte Punkt. Hier gibt es eine Behauptung. Wir haben noch etwas anderes nicht berücksichtigt. Vergessen Sie es noch mal ganz kurz, die Ressourcen, die beschränkten Ressourcen. Wir haben noch einen anderen Punkt nicht berücksichtigt, nämlich die spätesten Startzeiten. Die sind noch gar nicht in dem Modell drin. Indirekt, aber schon, auch wenn wir sie nicht explizit reingesetzt haben, und das sagt dieser letzte Punkt hier, es gibt einen zulässigen Schedule. Genau dann, also zulässig in Bezug auf, machen Sie sich zunächst mal klar, das, was jetzt hier rauskommt als längste Wegedistanzen, ist zulässig, ist ein zulässiger Schedule bezüglich den Komponenten, den Aspekten, die drin sind in dem Modell, die drin sind in dem Graphen. Das heißt, die Earliest Start Times, die frühesten Startzeiten und die Reihenfolgebeziehung. Ja? Wenn ich hier zum Beispiel VJ hernehme, der längste Weg, die Distanz ist die Länge eines längsten Weges. Ja, entweder ist der direkte Weg, die Earliest Start Time, länger als das andere, dann ist es die Earliest Start Time. Aber hier die indirekte Anforderung über Job I,
die früheste Startzeit von i plus Dauer von i und die Reihenfolgebeziehung ist dann auch erfüllt, ja, dann wenn vi frühestmöglich startet, wi entsprechend nur um di Unterschied, dann ist das früh genug. Wenn der Weg über vi, wi nach vj kürzer ist als der direkte Weg von r, und umgekehrt, wenn der Weg von V über VI, WI länger ist als der direkte Weg von R, dann ist natürlich auch die früheste Startzeit erfüllt, wenn die Länge des längeren Weges hier als Distanzwert steht. Ja? Das ist letztendlich, was dahinter steht, ist ein Argument nach vollständiger Induktion für jeden Knoten in der topologischen Sortierung, in der topologischen Reihenfolge. Kann man als, also für R, Induktionsanfang ist R, hat Wert 0, längster Weg von R nach R hat Wert 0 in einem azyklischen Graphen, logischerweise, weil es gibt nur den einen Weg, der einen Knoten R hat und keine Kante. Und Induktionsschritt ist, für alle bisherigen Knoten in der Reihenfolge stimmt das, und mit dem Argument oder mit dem Algorithmus, dass man jetzt nicht nur zwei, sondern viele Pfade hat, die reinführen, dass man hier drüber das Maximum nimmt, ist gewährleistet, dass dieser Knoten hier, dieses VI, nicht früher beginnt als alle Vorbedingungen, dass alle Vorbedingungen erfüllt sind. Sowohl die Vorbedingungen früheste Startzeiten als auch Vorbedingungen Reihenfolgebeziehungen. Das Bild nehme ich auch vielleicht nochmal auf, auch wenn es jetzt nicht so genial ist. So, dafür ist es gut getroffen. So, also in dem Punkt nochmal, in Bezug auf die Aspekte, die hier in dem Modell, in dem Graphen drin sind, Reihenfolgebeziehung, früheste Startzeiten, ist damit der Schedule, der rauskommt, zulässig, wenn ich längste Wege nehme und das dann als Startzeitpunkt bzw. Endzeitpunkt eines Jobs nehme. Jetzt ist letztendlich dieser fünfte Punkt besagt, daher genau dann, wenn diese Ergebnisse, die hier rauskommen, genau dann, wenn die noch ins Zeitfenster hineinpassen, also nicht, wenn keine Startzeit eines Knoten, wenn kein Distanzwert eines V-Knoten größer ist als die spätest erlaubte Startzeit dieses Knotens, genau dann ist das Ganze überhaupt lösbar. Ja, es muss ja nicht von vornherein lösbar sein. Es kann sein, dass die Zeitfenster so sind, dass überhaupt keine Lösung möglich ist. Denken Sie an einen Pizza-Auslieferungsservice. Da können Sie sich vorstellen, wenn er noch ein bisschen über Land fahren muss, dass da die Zeitfenster oder Paketservice, dass da die Zeitfenster, wann er überall sein soll, so sind, dass er das unmöglich schaffen kann. Ja, also durch die Zeitfenster ist es möglich, dass es gar nicht schaffbar ist. Und das erkennt man daran, dass bei diesem spezifischen Ergebnis, bei dieser spezifischen Lösung, tatsächlich alle Distanzwerte der V-Knoten jeweils nicht später sind als die entsprechende späteste mögliche Startzeit. Einfaches Argument. Wir nehmen die längsten Wege, Distanzen für jeden einzelnen Knoten, und diese längste Wegedistanz ist das früheste, was wir hier machen können. Ja? Wenn wir für jeden Knoten als Startwert, wenn wir für jeden V-Knoten als Startwert dieses Jobs jeweils die längste Weglänge hernehmen, die in diesen Job reinführt, dann ist es völlig unmöglich, diesen Job früher
starten zu lassen, weil dann wäre ja der längst auf dem nächsten Weg wäre irgendwo eine Bedingung verletzt. Also sind das punktweise, jobweise die frühesten für jeden einzelnen Job kommt hier die früheste mögliche Start raus und wenn der frühestmögliche Start der sich durch die Nebenbedingungen ergibt, wenn dieser frühestmögliche Start größer ist als der spätest erlaubte Start, später ist als der spätest erlaubte Start ist, geht es offensichtlich nicht. Denn jede andere Startmöglichkeit für diesen Job, die die Nebenbedingungen erfüllt, kann nur später sein und damit noch weniger zulässig. So, ich hoffe, das kam einigermaßen verständlich rüber. Jetzt gucken wir uns an, was ist jetzt in dem Fall, dass es doch eingeschränkte Ressourcen gibt. Sind nicht drin. Das heißt also, es wäre ein reiner Zufall oder wir haben so viel zu reich eingekauft, viel zu viele Leute bestellt, viel zu viele Kräne bestellt, dass wir da jetzt kein Problem haben. Aber im Allgemeinen wird man das nicht tun, sondern man wird so wenig Kräne und so wenig Leute bestellen, wie es nur irgendwie geht. Das heißt also, es gibt so gut wie keine Hoffnung, dass zufällig, erstmal wäre es ein reiner Zufall, wenn die eingeschränkten Ressourcen tatsächlich nicht überbenutzt würden durch dieses Ergebnis, also wenn das noch passen würde. Kommt noch schlimmer. Wir können nicht mal erwarten, dass wir die eingeschränkten Ressourcen in so ein schön lösbares in eine so schön lösbares Modell integrieren können, weil das, was wir jetzt hier haben, das längste Wegeproblem in einem azyklischen Graphen, hier steht bescheiden, dass es polynomial lösbar ist. Also mit die asymptotische Komplexität ist beschränkbar durch ein Polynom in der Anzahl der Jobs. Wir haben sogar gesehen, dass es ein sehr, sehr kleines Polynom ist, nämlich linear sogar. Also das Beste, was man hoffen kann. Also was Besseres geht natürlich nicht, weil allein schon das Einlesen der Daten lineare Laufzeit kostet. Also das Beste, was man bekommen kann. Aber man kann leider beweisen, da ist wieder das böse Wort NP schwer, dass wenn wir die Ressourcenbedingungen wirklich reinbringen in voller Allgemeinheit, also wir wissen gar nichts darüber, wie das mit den Krähen und mit den Elektrikern und so weiter ist, dass wir dann wieder ein Problem haben, eine algorithmische Problemstellung, die NP schwer ist. Nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen. NP schwer heißt, dass eine algorithmische Problemstellung NP schwer ist, heißt, für jeden Algorithmus, den man sich nur vorstellen kann, egal ob er von der Menschheit bisher gefunden worden ist oder nicht, für jeden Algorithmus gibt es Instanzen von moderater Größe, ich sage immer 50, das ist, denke ich, korrekt, Instanzen von moderater Größe, Eingaben von moderater Größe, 50 Jobs, sodass dieser Algorithmus sich im Rahmen dieses Universums nicht mehr fertig wird. Und auch nicht im Rahmen des nächsten Universums, auch nicht im Rahmen des übernächsten Universums. Ja, eine ziemlich brutale Negativaussage. Natürlich beachten Sie genau die Quantoren. Für jeden Algorithmus gibt es solche Eingaben. Es ist nicht umgekehrt so, dass es einen Satz von Eingaben gibt, die für jeden Algorithmus dieses Problem erbringen, sondern umgekehrt, wenn Sie einen Algorithmus haben, dann kann der Gegenspieler kommen und entsprechende Eingaben, sich Ihren Algorithmus anschauen, sich entsprechende Eingaben von moderater Größe konstruieren und damit Ihren Algorithmus in die Wüste schicken. Ich will aber hier ganz kurz dazu sagen, dass das jetzt nicht wirklich so ganz schlimm ist. Ja, denn beachten Sie den Unterschied zwischen der algorithmischen Problemstellung und der Anwendung. In einer konkreten Anwendung haben Sie ja nicht beliebige Eingaben, ja, sondern Sie haben Eingaben, die einem bestimmten Datenprofil entsprechen. Ja. Das heißt, Sie haben eine gute Chance, wenn Sie sich das Datenprofil angucken, dass Sie einen Algorithmus basteln können, der zwar im Allgemeinen dieses Problem hat, ja, für den Sie künstlich solche negativen Eingaben konstruieren können, aber
diese negativen Eingaben kommen in dem Datenprofil dieser Anwendung nicht vor. Das vertiefe ich sehr intensiv wieder im nächsten Semester in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen, dass das Ganze nicht so böse eigentlich ist, wie es klingt. Aber hier ist eben der Punkt, wir können nicht hoffen, dass wir einfach irgendwie jetzt auf leichtem Wege die Ressourcen reinbringen können, die Ressourcenbeschränkungen reinbringen können und dann ist das ungefähr noch so ein längstes Wegeproblem. Das können wir nicht hoffen, weil einfach der Sprung von diesem längsten Pfadeproblem, was linear lösbar ist, auf allgemeines Scheduling komplexitätstheoretisch zu groß ist. So, trotzdem ist das, was wir jetzt erarbeitet haben, dieses längste Pfadeproblem, nicht unsinnig, sondern ist sogar sehr sinnvoll, ein sehr sinnvoller Ansatz, um solche Probleme zu lösen. Das will ich Ihnen kurz wieder an der Tafel versuchen zu erläutern. So, Sie haben beispielsweise, wir haben vielleicht eine größere Baustelle und Sie haben drei Kräne, ja, die von drei Seiten so in die Baustelle hinein zeigen können und dort jeder dieser Kräne könnte theoretisch alles dort machen. Aber Sie haben natürlich viel mehr als drei einzelne Jobs, die jeweils einen Kran benötigen. Also jeder Job benötigt dann sicherlich nur einen Kran. Und das heißt also, Sie müssen in gewisser Weise serialisieren, nämlich dahingehend, dass immer nur drei, zu jedem Zeitpunkt maximal drei Jobs, die jeweils für sich einen Kran benötigen, gleichzeitig laufen. So, jetzt kommen Sie her mit dem Modell, was wir eben erarbeitet haben, in dem es keine Kräne gibt und basteln sich ein Schedule. Diesen Schedule will ich aufzeichnen auf die typische, Ihnen sicherlich mehr als geläufige Art. So. Ich zeichne jetzt einfach ein paar Jobs ein. So. Vier Jobs, die jeweils einen Kran benötigen. Und Sie sehen, dass es in diesem Bereich jetzt hier einen zeitlichen Konflikt gibt. Ja? Wir haben eben mit diesem längsten Pfadeproblem das Problem gelöst, in Anführungszeichen gelöst, ohne Berücksichtigung der Ressourcenbeschränkungen, haben jetzt sowas rausbekommen und das passt nicht in diesem Bereich. Sollte ich vielleicht auch wieder kurz fotografieren, bevor ich da anfange rumzubasteln und dieses ursprüngliche Bild dann unkenntlich mache. So. Gut. Die Idee ist folgende: Man nimmt sich den linkesten Konflikt dieser Art her. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu entzerren, nicht? Zum Beispiel, Entzerren heißt, einen dieser vier Jobs weiter nach rechts schieben. Nach links schieben geht nicht. Das ist jetzt der entscheidende Punkt, warum dieses längste Pfadeproblem so eine interessante Basis ist. Das Ergebnis, was da rauskommt. Denn wie wir eben gesehen haben, sind das die frühesten Zeiten, zu denen die einzelnen Jobs eingeplant werden können. Das heißt, was immer wir tun, um so einen Konflikt zu entzerren, wir können immer nur nach rechts gehen. Wir können niemals nach links gehen. So, entzerren, indem wir einen dieser Jobs hernehmen, zum Beispiel den hier, das würde sich fast anbieten, nicht? Und den stattdessen nach hier rüber schieben. Dann haben wir auf jeden Fall diesen Konflikt an dieser Stelle entzerrt. Ist natürlich im Allgemeinen nicht so einfach, dass dann plötzlich alles entzerrt ist. Aber hier für dieses einfache Beispiel soll das mal genügen.
So, es ist sicherlich eine plausible Sache, den Job herzunehmen und nach rechts zu verschieben, der sowieso schon am weitesten rechts ist. Aber das muss nicht richtig sein. Wir gucken ja in diesem Moment nur auf diese eine Stelle. Wir gucken nicht, was dann rechts noch weiter alles ist. Es kann sein, dass wir durch die Entscheidung, dass wir diesen Job nach rechts weitergeschoben haben, dass wir durch diese Entscheidung uns später irgendwelche anderen wichtigen Möglichkeiten verbauen. Möglichkeiten, die uns einen viel besseren Schedule liefern könnten unter diesen eingeschränkten Ressourcen. Deshalb muss man sich überlegen, man muss hier einen Trade-off, man hat hier einen Zielkonflikt. Man kann natürlich das einfach mal ausprobieren. Diesen Job nach rechts schieben, man könnte stattdessen auch einen anderen Job so weit nach rechts schieben. Vier verschiedene Möglichkeiten haben wir, einen Job weiter nach rechts zu schieben. Jeweils, um den Konflikt aufzulösen. Man könnte natürlich auch versuchen, jede dieser Möglichkeiten auszuprobieren und gucken, welches die beste ist, die dann weitergeht. Sie wissen natürlich, worauf das im schlimmsten Fall hinausläuft, nämlich, dass Sie, hier haben Sie jetzt vier Möglichkeiten, dann gibt es die nächste Stelle, einen Konflikt aufzulösen, haben Sie vielleicht wieder vier Möglichkeiten und so weiter und so fort. Die Anzahl der Möglichkeiten, die Sie ausprobieren, wären im schlimmsten Fall exponentiell hoch. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es kann durchaus sein, es gibt verschiedene Stellen. Wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal beim Thema Bahn, wo theoretisch die Anzahl der Pareto-Optima exponentiell groß sein könnte, aber praktisch in der Realität, in dem Datenprofil, in dem wir da sind, ist die Anzahl der Pareto-Optima, die man rausbekommen muss, um sämtliche Kundenprofile abzudecken, einstellig oder eine kleine zweistellige Zahl. Auch hier ist nicht von vornherein so, dass es wirklich explodieren muss. Müsste man ausprobieren, ob es wirklich explodieren würde, weil der Punkt ist ja auch der, wenn Sie hier Sachen verschieben nach rechts, kann es durchaus sein, dass Sie hinten weitere Konflikte einbauen. Es kann aber auch sein, dass Sie hinten weitere Konflikte entspannen, zufällig. Das haben Sie nicht in der Hand. Das können Sie bei mehreren tausend Jobs auch nicht mehr überblicken. Falls es doch exponentiell groß wird oder unangenehm groß wird, die Anzahl der Möglichkeiten, die Sie durchzutesten haben, bleibt immer auch die Möglichkeit, dass Sie eben nicht alle Möglichkeiten durchtesten, dass Sie im Extremfall nur immer die plausibelst erscheinende Lösung, so wie hier, den Job weiter nach rechts verschieben, der die geringste Verschiebung benötigt, um den Konflikt aufzulösen, oder dass man sagt, dass wir nur eine gewisse Anzahl von Jobs, vielleicht zwei, die zwei vielversprechendsten Jobs hernehmen und nach rechts verschieben. Denn im Normalfall, wenn die Daten nicht ganz krass sind, kann man schon hoffen, dass es zu einer guten Lösung führt, wenn man immer die plausibelste Entscheidung trifft oder vielleicht sich gönnt, die beiden zwei verschiedensten plausibelsten Entscheidungen parallel auszuprobieren. Aber auch das sind Punkte, die hier nicht mehr in die algorithmische Modellierung gehören, wo ich in den Optimierungsalgorithmen wieder im nächsten Semester dann mehr dazu sage. Sie finden übrigens die Aufzeichnung von den Optimierungsalgorithmen auch im Netz. Die sind schon seit anderthalb Jahren dort. So, also hier nochmal das, was ich eben gesagt hatte. Eben als Text, was ich versucht hatte, an der Tafel darzustellen. Wir fangen erst einmal an mit dem, was wir eben gelernt haben: längste Wegeberechnung ohne Ressourcenbeschränkungen. Falls wir Glück haben, zufällig die Ressourcenbeschränkungen alle erfüllt sind, das wird irgendwann mal der Fall sein, wenn wir alle Konflikte aufgelöst haben. Zufällig könnte es auch mal passieren, dass schon der allererste Versuch die Ressourcenbeschränkungen auch einhält. Prima, dann sind wir fertig. Und ansonsten gucken wir so weit wie möglich nach links und Inclusion Minimal Set of Jobs. Inklusionsminimal heißt hier,
Also that jointly overuse, die zusammen wenigstens eine Ressource, wie zum Beispiel den Kran, überbenutzen, mehr benutzen als geht, also mehr Kräne benutzen als da sind. Inclusion minimal heißt, Inklusionsminimal heißt, wenn ich drei Kräne habe, gucke ich mir eine Menge von vier Jobs an, die jeweils einen Kran brauchen und die sich zeitlich alle zusammen an mindestens einem Zeitpunkt überlappen. Das heißt Inclusion Minimal. Bei eine Menge von fünf Jobs wäre noch nicht Inclusion Minimal bei drei Krähen, sondern nur vier Jobs. Ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Sie können keinen Job wegnehmen, ohne dass der Konflikt damit aufgelöst wird. So, hier ist nochmal ganz allgemein. Ich weiß nicht, ob es in der Mathematik, wenn Sie mit Mengen zu tun haben, ob da der Begriff Inklusionsminimal mal eingeführt worden ist. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff, der Ihnen vielleicht auch nochmal in der Informatik an der einen oder anderen Stelle möglicherweise mal unterkommt. Deshalb habe ich auch nochmal eine Folie eingeschoben, die diesen Begriff allgemein klärt. Das ist ein Begriff, Inklusionsminimal oder Inklusionsmaximal ist ein Begriff, ein Attribut von Mengen von Mengen. Ja, Sie haben hier x1, x2, x3, x4 eine beliebige Menge von Mengen, endliche Menge oder unendliche Menge ist vollkommen egal, können über gemeinsamen Elementen definiert sein oder unter unterschiedlichen Elementen ist zunächst mal völlig egal. Und eine dieser Mengen innerhalb dieses Mengensystems heißt Inklusionsminimal, wenn es keine Teilmenge davon in diesem Mengensystem gibt. Also eigentlich eine ganz einfache Definition, denke ich. Und Inklusionsmaximal umgekehrt, wenn es keine Obermenge darin gibt. Ich weiß nicht, inwieweit in FGDI oder wo Verbände, Boolsche Verbände oder sowas angesprochen worden sind. Okay, wenn nicht, dann vergessen Sie es wieder. Das ist ein Standardbeispiel dafür. Gut. Diese Mengen, die wir hier betrachten, sind Mengen von Jobs, die gemeinsam eine Ressource überbenutzen. Und Inklusionsminimal heißt eben das, was ich gesagt habe, wenn wir drei Kräne haben und vier Jobs, die jeweils einen Kran benötigen und zu irgendeiner Zeit gemeinsam laufen, zeitgleich laufen, dann ist das eine inklusionsminimale Menge, die zu viele Kräne benutzt. So, und das ist das, was ich eben hier an der Tafel versucht hatte darzulegen. Konflikte auflösen heißt, wir gucken uns ein paar von den Jobs an, so wie Sie es an der Tafel hier haben, betrachten die am besten inklusionsminimal. Das heißt also, wenn wir nur einen Job da nicht mehr haben in diesem zeitlichen Bereich, dann reicht das schon, damit der Konflikt aufgelöst ist. Warum habe ich das jetzt alles so kompliziert gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ist jetzt so kompliziert. Also für jeden Job haben wir den Bereich, in dem dieser Job gerade läuft. Und vielleicht sollte ich das noch, damit der Zusammenhang klar wird, sollte ich das nochmal aufzeichnen. Wir haben diese vier verschiedenen Jobs, vielleicht ein bisschen größer das Bild. So. Und das ist der Bereich. Hier haben wir A1, hier haben wir A2, A3 vielleicht. Job 1, Job 2, Job 3, Job 4, A1, A3. A2 und hier, nee, ja, hier ist nicht A3, sondern A4, Entschuldigung. Und hier ist A2, A3. Und entsprechend ist hier B1, B2, B4, B3. Das ist die Terminologie, die dort eingeführt wird im vierten Spiegelstrich. Werde ich auch ganz kurz fotografieren.
Das ist so ähnlich wie die Fernsehaufzeichnung von irgendwelchen Shows immer mit dem Publikum, nicht? Das Ganze wird eigentlich nicht fürs Publikum gemacht, sondern für die Aufzeichnung oder Live-Übertragung, sodass das Publikum dann manchmal da sitzt, dann die Hauptakteure im Rücken hat, so wie ich jetzt auch, wenn ich fotografiere. Also sind sie in meinem Rücken, nicht? Ich habe mich immer schon mal gefragt, ob das so toll ist, dann da zu sitzen und im Wesentlichen dazu zu dienen, da diese Aufzeichnung etwas lebendiger, also zu machen, sowohl akustisch als auch visuell. Weiß ich nicht. Haben Sie mit sowas Erfahrungen? Macht das Spaß, da zu sitzen und zu gucken, wie dann der Sänger dann hinter der Fernsehkamera herläuft oder solche. Irgendwie so muss das ja dann aussehen. Ich weiß nicht, ich war noch nie bei sowas. Jetzt traut sich wieder keiner, sich zu outen, dass er aber schon mal sowas gesehen hat. Gut. Und den Konflikt aufzulösen, nehmen wir uns einen dieser vier Jobs her und setzen die Startzeit höher, die Earliest Permitted Start Time, setzen die höher, nämlich so weit, das kann ich jetzt hier vielleicht auch wieder zeichnen. Vielleicht doch mal ein bisschen mit Wasser. Welchen Job nehmen wir uns her? Wir nehmen uns diesen Job hier her. Das ist Nummer 3. Das ist sicherlich die beste Wahl jetzt hier. Den. So, der Nummer 3 hat sich damit verändert. Wir haben jetzt hier B3-Strich und A3 ist stattdessen ein neues A3-Strich. B4 gleich A3-Strich. Wir nehmen einfach die früheste Startzeit, die erlaubt ist für diesen Job, gerade so, dass der Konflikt aufgelöst ist. Nee, ich glaube, so weit musste ich das jetzt gar nicht machen. Ich habe es noch viel zu weit gemacht. Nämlich bis hierhin muss es gehen, ne? B2 gleich A3 und hier ist jetzt gleich A3 Strich und hier ist jetzt B3 gelandet, ne? So ist es jetzt richtig, oder? Fehlt noch was? Entschuldigung? Geht immer noch ein Stückchen vor. Ich habe das immer noch nicht richtig gemacht. Ja, gut. Ah. So, jetzt aber, oder? So ungefähr. Hier haben wir jetzt B3 und dieses B3 Strich und A3 Strich ist jetzt B1. Ist das jetzt richtig? Sie können das von da hinten so relaxed besser sehen als ich. Okay, Sie sind, soweit ich sehe, sind diejenigen, die sich gemeldet haben oder die sich dahingehend geäußert haben, mehrheitlich der Meinung, dass das jetzt richtig ist. Gut. So. Okay. Damit haben wir das im Prinzip. Nur hier nochmal das, was ich gesagt habe. Nicht nur einen Versuch zu machen mit einem Job, den man nach rechts verschiebt, sondern man kann ja genauso gut auch jeden mal ausprobieren und dann jeweils weiterverfolgen, was da passiert. Die Problematik, den Zielkonflikt hatte ich angesprochen. Hier ist noch veraltet. Das war meine Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Jedem Wintersemester war die ursprüngliche Version von der Einführung in FOG, als ich die noch ganz zu Anfang, als diese Lehrveranstaltung eingerichtet worden ist, als ich die noch gehalten habe. Vorher war es, hieß sie Optimierungsalgorithmen, dann hieß sie zwischendurch Einführung in FOG, dann habe ich die Einführung in FOG abgegeben an Leute, die
wie Sie wissen, ganz andere Dinge daraus dann gemacht haben. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem klar war, dass kein Student, keine Studentin mehr da ist, die bei mir Einführung in FOG gehört haben könnte, habe ich daraus dann wieder die Optimierungsalgorithmen im Wahlpflichtbereich gemacht. Im Wintersemester. Hier ist noch, muss ich nachtragen, das ist noch falsch. Das ist Optimierungsalgorithmen inzwischen wieder. So, sind wir an dieser Stelle jetzt fertig? Wir haben jetzt ein paar Beispiele gesehen von Problemstellungen, von algorithmischen Problemstellungen verschiedenster Art, die sich auf ein und dieselbe bekannte Problemstellung zurückführen ließen, nämlich kürzeste Pfade. Wir werden jetzt noch ein paar weitere ausgewählte Fallstudien betrachten, wo es nicht mehr um kürzeste Pfade ging, sondern wo wir uns davon lösen. Und jetzt verschiedene Sachen betrachten. So. Was hier auch wesentlich Punkt ist, Überschrift, in der Überschrift ist das, steht nicht einfach nur Further Case Studies, sondern es steht da Further Selected Case Studies. Also die habe ich schon wie sagt man, handverlesen ausgesucht, weil, zweiter Punkt hier, wir sehen ein paar typische allgemeine Probleme, die dafür sorgen, dass, wenn man es ernst meint mit der Modellierung, wenn man nicht einfach nur seinen Kunden irgendwie überzeugen will, überreden will und darauf baut, dass der eh nichts kapiert, sondern wenn man wirklich ein ordentliches, handwerklich ordentliches Stück Modellierungsarbeit abliefern will, dann ist Modellierung sicherlich alles andere als eine einfache Sache. Die ersten Beispiele, die wir hatten, haben Ihnen sicherlich da einen Einblick gegeben. Jetzt werden wir weitere Einblicke darin sehen. Erstes Beispiel ist auch eine Übungsaufgabe, dann weiterzugehen. Graphenzeichnen, eine ganz primitive Aufgabe eigentlich. Sie haben einen Graphen. Wir machen es sogar einfach und sagen, der ist nur ungerichtet. Das heißt, wie die Pfeile dargestellt werden und wie das aussehen soll, dass zwei Kanten in genau entgegengesetzter Richtung sind und so weiter, das betrachten wir hier gar nicht mal. Also nur ungerichtet. Und was wir wollen, ist eine Zeichnung dieses Graphen in der Ebene. Also einfach, die Knoten sind Punkte, so wie wir das hier jetzt auch hatten. Die Knoten sind Punkte und die Kanten sind gerade Linien. Ja? Also Graphenzeichen, das ist das einfachste, fundamentale Beispiel für ein Graphzeichnungsproblem. Graphenzeichnen ist für sich eine Wissenschaft inzwischen geworden, mit Tausenden von Veröffentlichungen für verschiedenste Sachen. Denken Sie an elektrische Schaltpläne, die ja auch ein Graphenzeichenproblem sind. Denken Sie an Entity-Relationship-Programme oder UML-Diagramme, die ja auch ein Graphenzeichenproblem sind, von anderer Art. Ja? Da sind die Knoten nicht einfach Knubbels, die man irgendwie beliebig nah platzieren kann, sondern die haben eine Ausdehnung. Aber die Zielsetzung ist immer dieselbe. Man will den Graphen nicht so, die Knoten nicht so wild platzieren, dass man nichts mehr überblicken kann, sondern man will versuchen, automatisiert die Knoten so zu platzieren, dass die geraden Linien dazwischen, die Verbindungen, vielleicht nicht gerade im Sinne von beliebiger Steigung, sondern gerade im Sinne von horizontale und vertikale Stücke. In vielen Situationen hat man das. Oder denken Sie an sowas wie U-Bahn-Busfahrpläne, da haben Sie noch eine andere Situation. Schauen Sie mal auf Fahrpläne. Eine typische Situation, typisches Layout ist, dass sämtliche Kanten entweder horizontal oder vertikal oder in 45-Grad-Steigung sind. Es gibt die verschiedensten Varianten mit Beschriftung, der ohne Beschriftung, das Ganze übersichtlich zu machen und so, dass man eben, ja, dass es eben übersichtlich ist und nicht so eine Bastelei, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. So, das ist nur ein einfaches Beispiel. Ich könnte Ihnen aus den verschiedensten Anwendungsgebieten tausende Beispiele verschiedenster Art bringen. Ich habe hier nur ein Beispiel genommen. Irgendwas ist hier mit dem Bild nicht ganz okay. Wie sieht das aus, wenn ich rausgehe, doch nicht. Also irgendwas ist mit dem Bild nicht ganz korrekt. Ist auch nicht so wichtig. Die wichtige Information, der Graph ist da. So, was ist das hier?
Also hier sind dummerweise die Namen, die Sie hier sehen, ein bisschen abgeschnitten, aber ich glaube, es sollte dem Verständnis keinen Abbruch tun. Was Sie hier sehen, sind als Knoten Familien im Florenz der Renaissance. Sie sehen hier einen Namen, der bis heute bekannt ist, Medici. Die anderen sind, glaube ich, weitgehend nicht mehr bekannt oder wenn dann nur durch zufällige Namensgleichheit mit anderen bekannten Persönlichkeiten. Und eine Kante besagt, dass es eine Heiratsbeziehung zwischen diesen beiden Familien gibt. Ja, irgendeine oder beliebig viele. Auch wenn es 1000 Heiratsbeziehungen gibt, okay, das ist zu viel, aber selbst wenn es 10 Heiratsbeziehungen zwischen zwei Familien gibt, ist es nur eine Kante. So. Und die Aufgabe ist, das wird an diesem Beispiel wunderschön deutlich, den Graph, was Sie erstmal bekommen in dieser algorithmischen Aufgabe, ist etwas, was Sie aus der GDI2 kennen, eine Adjazenzmatrix, eine Inzidenzmatrix, Adjazenzliste. Irgendwie nur die Information, wie viele Knoten es gibt und welche dieser Knoten jeweils durch eine Kante verbunden sind. Ja? Als numerische Information. Ja, und natürlich kann man diese, wie viele Knoten, so ein Dutzend Knoten ungefähr oder was das sind, kann man die auf unglaublich astronomisch viele verschiedene Arten platzieren in der Ebene. Und je nachdem, wie man sie platziert, wenn man dann gerade Kanten haben will, kann das natürlich Kraut und Rüben aussehen, kann beliebig wild aussehen, beliebig unübersichtlich sein oder kann so wie hier schön ausgelegt sein, sodass Sie erkennen können, beispielsweise, welche zentrale Stellung die Medici da hatten. Und die Soziologen, Geschichtswissenschaftler, Historiker fangen dann an, sich Überlegungen anzustellen, wie jetzt die Kausalität ist. Haben die Medici so viele Heiratsbeziehungen, weil sie so mächtig waren, oder sind sie so mächtig geworden, weil sie so viele Heiratsbeziehungen hatten? Weiß ich nicht. Geht über unsere Vorlesung hier hinaus. Also, soweit ich weiß, ist das ein Standardbeispiel in der Soziologie für soziale Netzwerke. Das Stichwort lautet soziale Netzwerke. Bevor es Facebook und Co. gab, hat man sowas damit gemeint. Gut. So, Sie sehen hier schon einige Punkte dabei. Also, zunächst mal sehen Sie, dieser Graph ist planar. Er lässt sich in die Ebene einbetten, ohne dass es Kreuzungen gibt. Ohne dass zwei Kanten sich kreuzungen. Und wenn der Graph planar ist, dann wäre es schön, wenn er tatsächlich auch planar gezeichnet wird. Denn wir wollen natürlich, es dient nicht der Übersichtlichkeit, wenn es einen Haufen Kreuzungen gibt, die gar nicht sein müssten. Ich will Ihnen ein anderes künstliches, einfaches, illustratives Beispiel zeigen für diesen Punkt. Ein sehr einfaches Beispiel. Das ist der vollständige Graph auf vier Knoten. So. So würde man den typischerweise zeichnen, ne? Mit einer Kreuzung, aber Sie können den auch anders zeichnen, durch eine andere Einbettung der andere Platzierung der Knoten in der Ebene. So. Und dann sehen Sie, das ist derselbe Graph, aber planar eingezeichnet. Das heißt, es ist ein planarer Graph, der ohne Kanten eingezeichnet werden kann in die Ebene. Alles eine Frage der Platzierung der Knoten. Ich will vielleicht noch was ganz kurz dazu sagen zu planaren Graphen. Vor Größenordnung 100 Jahren hat ein schlauer Mensch aus Russland oder Sowjetunion namens Kuratowski
festgestellt, dass man die Graphen, die planar sind, durch ihre Struktur klassifizieren kann, durch ihre Struktur beschreiben kann. Und zwar hat er festgestellt, dass es zwei, bei der Frage nach der Planarität, dass es zwei wichtige spezielle Graphen gibt. Einerseits den hier, der vollständige Graph auf 5 Knoten. So haben wir ihn. Und andererseits den hier, der vollständig bipartite Graph auf 2 mal 3 Knoten. So. Diese beiden Graphen sind nicht planar. Da können Sie machen, was Sie wollen auf der Ebene. Sie können sie probieren, wie Sie wollen. Es bleibt immer eine Kante übrig. Wenn Sie anfangen, egal, Sie platzieren die Knoten irgendwie, Sie fangen an, die Kanten einzuzeichnen, es bleibt immer eine Kante übrig, die jetzt irgendwo was kreuzen muss. Ist garantiert so. Was er herausgefunden hat, ist, dass jeder Graph, der nicht planar ist, sich auf einen von den beiden reduzieren lässt, indem man Knoten rausschmeißt, Kanten rausschmeißt oder Kanten kontrahiert. Das ist eine eindeutige Charakterisierung, genau dann, wenn ein Graph sich auf einen dieser beiden speziellen Kuratowski-Graphen, heißen die auch, sich darauf zurückführen lässt, genau dann ist der Graph nicht planar. Den Beweis, das wollen wir hier alles nicht betrachten, das ist ein bisschen komplizierter. Das sage ich Ihnen einfach nur so. Es ist sogar so, interessanterweise, planare Graphen sind ja unter diesen Operationen abgeschlossen, nicht? Wenn ich aus einem planaren Graphen Knoten rausnehme, dann bleibt er planar. Wenn ich eine Kante rausnehme, bleibt der Graph planar. Logisch. Und wenn ich zwei Knoten, eine Kante kontrahiere, also die Endknoten zu einem Knoten mache, bleibt der Graph auch planar. Was vor Größenordnung 40 Jahren noch zwei Amerikaner namens Robertson und Seymour herausgefunden haben, ist, dass jede Grapheneigenschaft, die so abgeschlossen ist wie Planarität, ja, wenn ein Graph diese Eigenschaften hat und ich nehme einen Knoten raus, dann hat das Ergebnis auch diese Eigenschaft, oder ich nehme eine Kante raus, dann hat das Ergebnis auch diese Eigenschaft, oder ich kontrahiere eine Kante, dann hat das Ergebnis auch diese Eigenschaft. Egal wie diese Eigenschaft aussieht, es gibt immer eine endliche Menge von solchen Graphen, auf die man jeden Graphen reduzieren kann, der diese Eigenschaft nicht hat. Das war eine ziemlich heftige Sache. Es gibt, glaube ich, so Größenordnung 20, 30 Leute auf der Welt, die von sich behaupten, dass sie den Beweis verstanden haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich behaupte das nicht. Noch vielleicht einen letzten Punkt zu planaren Graphen. Man könnte sich natürlich die Frage stellen, gut, wir haben jetzt hier immer gerade Kanten betrachtet, aber man könnte doch auch kurvige Kanten betrachten. Was ist da? Die Antwort ist die, jeden Graphen, den man kreuzungsfrei mit kurvigen Kanten auslegen kann, kann man auch mit geraden Kanten auslegen. Der Beweis basiert auf Dingen, die Sie vielleicht längst wieder verdrängt haben, Funktionen in komplexen Zahlenräumen, in der komplexen Ebene. Da hat man sehr mächtige Werkaussagen über Funktionen zur Verfügung, dass man sagen kann, ich bette den Graphen mit den Kurven in die komplexe Ebene ein und dann wende ich eine Funktion an, die ich weiß zwar nicht, wie die aussieht, aber ich weiß, dass es sie gibt und die macht daraus eine Einbettung in der komplexen Ebene mit geraden Kanten, die äquivalent ist. So viel zu Planarität, nur mal so nebenher, was ich einfach nur mal loswerden wollte. Planarität ist natürlich nicht das Einzige. Also, dass Sie möglichst wenig Kreuzungen drin haben, die nicht sein müssen. Ups, Sie sehen dann auch hier die Platzierung der Knoten so, dass Knoten, die eine Kante gemeinsam haben, die mit einer Kante verbunden sind, dass die möglichst nah beieinander sind. Und Knoten, die nicht direkt durch eine Kante verbunden sind, wie hier, dieser Knoten hier und dieser Knoten hier oder dieser und dieser, dass die eben weiter auseinander sind. Das ist sicherlich eine Sache.
auf die man achten sollte. Hierbei, worauf hier bei dieser Zeichnung auch geachtet worden ist, ist beispielsweise, wenn mehrere Kanten von einem Knoten abgehen, dann wird es sicherlich nicht der Übersichtlichkeit helfen, wenn diese Kanten in einem engen Winkel gezeichnet sind. Ja, Sie sehen hier, dass die Winkel alle ganz ordentlich sind, dass sie keine spitzen Winkel da haben. Oder auch, es könnte ja beispielsweise auch so sein, dass beispielsweise dieser Knoten hier oben wieder von hier aus, dass diese Kante zurückgegangen ist und hier sehr nah an diese Kante rangegangen wäre. Sowas würde man natürlich auch nicht haben wollen. Ein Knoten, der mit einer Kante nichts zu tun hat, der soll nicht nah an dieser Kante sein. Oder zwei Kanten, die nichts miteinander zu tun haben, sollen nicht nah beieinander sein. Ja? Also, Sie bekommen eine ganze Menge, wenn Sie sich mal überlegen, was bedeutet es, dass eine solche Zeichnung übersichtlich ist, dann bekommen Sie eine ganze Menge Dinge heraus, die Sie quantifizieren können, wo Sie eben sagen können, die Winkel sollen zwischen zwei Kanten vom selben Knoten sollen nicht zu spitz sein. Es sollten zwei Kanten, die nichts miteinander zu tun haben, nicht zu nah beieinander sein. Es sollten keine Kreuzungen sein, die nicht sein müssen und so weiter und so fort. Alles im Sinne soll, so gut wie möglich. Natürlich wird man immer einen Kompromiss schließen müssen, aber dafür ist es ein Optimierungsproblem. Optimieren heißt Kompromisse schließen, zumindest in der realen Welt. So, das ist das Beispiel. Ich hatte nur von Familien gesprochen. Natürlich sind es jetzt nicht die armen Tagelöhnerfamilien, die hier vorkamen, sondern eben die aus der Upper Class, Heiratsbeziehungen und so weiter. So, wir sollen also ein Netzwerk, das Netzwerk so zeichnen, so in die Ebene platzieren, dass es leicht zu überblicken und zu verstehen ist. Also, dass zum Beispiel Cluster sofort mit dem Auge zu erfassen sind, wie wir es eben gesehen haben. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, das Bild sollte dann auch nicht krank aussehen, sondern es sollte nicht abstoßend sein, das Bild, es sollte nicht schreiend irgendwie sein, sondern es sollte angenehm sein, auf das Bild zu schauen. Das sind zwei Ziele, die sich aber durchaus nicht widersprechen, wie wir das jetzt an dem Beispiel gesehen haben. Im Gegenteil, beide Zielsetzungen sind eigentlich recht gut miteinander korreliert. So, jetzt haben wir das Problem, dass diese Zielsetzung von psychologischer Natur ist, nicht von mathematischer Natur, aber wir haben ja eben schon eine ganze Menge erarbeitet, hier nochmal zusammengefasst. Dass man diese psychologischen Zielsetzungen durchaus gut abbilden kann auf mathematische Zielsetzungen. Kanten, Kreuzungen vermeiden, spitze Winkel vermeiden, nahezu parallele Kanten, denken Sie an elektrische Schaltpläne, wo man diese Zielsetzung nicht verfolgt, ganz und gar nicht. Aber in anderen Bereichen macht es Sinn, diese Zielsetzung zu verfolgen. Also bei elektrischen Schaltplänen macht man das einfach aus dem Grund nicht, weil man keine Chance hat, Kanten, die parallel oder nahezu parallel sind, zu vermeiden, weil das immer noch die beste Möglichkeit ist, ein so komplexes Netzwerk darzustellen. Ja? Die ideale Möglichkeit wäre, parallele Kanten zu vermeiden. Aber wenn das Netzwerk zu komplex ist, das sehen Sie an elektrischen Schaltplänen, ist die zweitbeste Möglichkeit, eben dieses Kriterium fallen zu lassen und zu erlauben, dass beliebig lang die Kanten parallel laufen. So, Knoten sollten nicht zu nah beieinander sein, also insbesondere natürlich Knoten, die nicht mit einer Kante verbunden sind, aber auch Knoten, die mit einer Kante verbunden sind, sollten nicht zu nah sein, dass die Kante nicht zu klein und wird und nicht mehr ins Auge springt. Und Knoten, die nicht zu einer Kante, eine Kante und ein Knoten, die nichts miteinander zu tun haben, sollten nicht zu nah sein. Man kann diesen Katalog natürlich fortsetzen. Es ist noch ein offener Katalog, aber das sind, denke ich, die wesentlichen Punkte. Wenn man die im Griff hat, was schon schwer genug ist, wenn man die im Griff hat, dann kriegt man in der Regel schon ganz gute Bilder heraus. So, die Idee ist, dass wir eine Intuition aus der Physik hernehmen, wie sie Ihnen, denke ich, in der Schule begegnet ist, dass wir
Kräfte definieren, anstoßende Kräfte, abstoßende, nicht anstoßende, anziehende, abstoßende Kräfte. Vor allem erstmal abstoßende Kräfte. Ja, wenn Sie zwei Kanten haben, je näher die zusammenkommen, denken Sie, als wenn Sie mit einer Feder verbunden wären, dass sie sich umso stärker abstoßen. Am besten überproportional. Am besten, wenn ich mich recht entsinne, wie war das bei Springfedern? Sie sind näher am Physikunterricht dran. War da das Wachstum, nach welcher Formel geht das, wird die Kraft immer stärker, je mehr man die Feder zusammendrückt? Also wenn es jetzt keine Antwort gibt, komme ich nächste Woche wieder mit den PISA-Aufgaben und dann machen wir erstmal eine Viertelstunde PISA-Test. Okay, ich sehe die entsetzten Gesichter. Besser nicht. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, welches Gesetz. Es ist nur linear. Okay. Und wie kommt es dann, dass Sie das dann. Linear hieß ja beliebig weit. Sie können es beliebig weit zu. Also irgendwo. Gut, wenn es zusammenstößt, dann ändert sich offensichtlich die Formel deutlich. Aber solange. Ich hab nämlich auch dunkellinear im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr genau. Für mich sind das 30 Jahre her. Da bitte ich um Nachsicht, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Zumal Sie es ja auch da Probleme haben. Gut. Kommen wir wieder zurück. Also stellen Sie sich sowas vor, wie Federn, die Sie zusammendrücken. Wenn zwei Kanten sind mit einer Feder verbunden, die sie auseinanderdrücken, je näher sie zusammenkommen. Da wird man jetzt rumspielen, das sind so Stellschrauben, wird man jeweils die verschiedenen Sachen wird man jeweils gewichten. Also die Abstoßungskraft zwischen zwei Knoten und die Abstoßungskraft zwischen zwei Kanten wird man vermutlich nicht dieselbe Kraft geben, sondern verschiedene Gewichtungsfaktoren da noch draufsetzen. Das muss man dann aber ausprobieren in der Praxis, was da geeignete Gewichtungsfaktoren sind. Und was wir rausbekommen wollen oder was wir als Hypothese voraussetzen ist, unsere Arbeitshypothese ist, wenn wir ein dass wir eine gute Zeichnung bekommen, wenn wir ein Kräftegleichgewicht, Equilibrium, Englisch, ein Kräftegleichgewicht bekommen zwischen anziehenden und abstoßenden Kräften. Jetzt haben wir hier nur die abstoßenden Kräfte bisher. Gut, betrachten wir noch weiterhin kurz die abstoßenden Kräfte. Zwischen je zwei Knoten, die nicht mit einer Kante verbunden sind, haben wir eine abstoßende Kraft. Zwischen einer Knote und einer Kante, die nichts zu tun haben, haben wir eine abstoßende Kraft. Zwischen zwei Kanten, die nichts miteinander zu tun haben, haben wir eine abstoßende Kraft. Und wir müssen ja nicht wirklich sklavisch der Physik folgen. Wir können, auch wenn die Physik auch nach meinem Erinnerung sagt, dass bei Federn die Abstoßungskraft linear ist, in Abhängigkeit von der Weglänge, können wir durchaus da zum Beispiel einen quadratischen Term oder so etwas draufsetzen, um den Effekt zu verstärken, den wir da erreichen wollen. Jetzt haben wir aber bis jetzt nur abstoßende Kräfte. Und allein mit abstoßenden Kräften kriegen wir kein Kräftegleichgewicht hin. Ja, wenn Sie nur abstoßende Kräfte haben, heißt es, die Optimallösung liegt darin, dass alles ins Unendliche geht. Egal wie schwach dann die abstoßenden Kräfte werden, solange sie größer 0 sind, wenn sie weit auseinander liegen. So, wir müssen noch antagonistische Kräfte dagegen setzen. Nämlich, was offensichtlich ist, dass wir eine anziehende Kraft haben auf jedem Paar von Knoten, die eine Kante gemeinsam haben. Letztendlich wird man wahrscheinlich auf diese Knotenpaare, die eine Kante gemeinsam haben, sowohl abstoßende als auch anziehende Kräfte haben. Je weiter weg die beiden Knoten voneinander gehen, umso stärker, wenn wir überproportional mehr als linear raufsetzen, wenn die Kräfte mehr als linear wachsen, je weiter weg die beiden Knoten gehen, umso stärker wird sich die anziehende Kraft durchsetzen und je näher die Knoten zusammenkommen, umso stärker werden sich die abstoßenden Kräfte durchsetzen.
sodass insgesamt, wenn Sie sich vorstellen, Sie drücken das ganze Gebilde in einen einzigen Punkt zusammen, dann wird es irgendwann kommen, dass die abstoßenden Kräfte stärker sind als die anziehenden Kräfte. Das ist einfach notwendigerweise so, wenn die Kräfte superlinear sind. Das heißt also, es kann nicht kollabieren zu einem einzigen Punkt. Es kann kein schwarzes Loch werden. Und umgekehrt, wenn Sie das ganze Gebilde, den ganzen Graphen ins Unendliche hinausziehen, dann werden irgendwann die anziehenden Kräfte stärker werden als die abstoßenden Kräfte. Das heißt, es gibt tatsächlich im Endlichen ein Equilibrium. Es kann nicht im Unendlichen sein, weder so rum noch so rum. Es gibt ein Equilibrium irgendwo, wo sich die anziehenden und die abstoßenden Kräfte gegenseitig ausgleichen. Das weiß ich deshalb, weil Sie wissen, aus der Mathematik, zumindest bei einer kompakten Menge, wird Minimum und Maximum angenommen bei stetigen Funktionen. Und wir haben zwar hier nicht mit einer kompakten Menge zu tun, aber dadurch, dass wir wissen, dass es nicht ins Unendliche gehen kann, dass irgendwo die Grenze ist, haben wir letztendlich doch, spielt sich das Ganze doch auf einer kompakten, auf einer abgeschlossenen, beschränkten Menge ab. Deshalb wissen wir, es sind stetige Funktionen, diese Kräfte, wenn wir sie stetig definieren, versteht sich, das sollten wir, dann wissen wir definitiv, es gibt ein Energieminimum, zwangsläufig. So, und wenn wir tatsächlich die anziehenden Kräfte so machen, natürlich müssen wir noch gucken, Sie sehen hier bei diesem Beispiel, hier gab es auch mindestens einen isolierten Knoten. Wenn der Graph nicht zusammenhängend ist, muss man noch ein bisschen anders was gucken, damit die einzelnen Zusammenhangskomponenten nicht auseinanderfliegen. Ja, wenn wir nur anziehende Kräfte zwischen Knoten haben, die durch eine Kante verbunden sind, dann heißt es, von diesem Knoten gibt es zum Rest nur abstoßende Kräfte. Das heißt, der würde im Verhältnis zum gesamten Restgraphen ins Unendliche geschossen werden. Da muss man, wenn der Graph nicht zusammenhängt, ist eben nochmal auch noch ein bisschen gucken, dass da irgendwo noch anziehende Kräfte sind. So, wenn wir tatsächlich das so machen, dass die Paare von Knoten, die eine Kante gemeinsam haben, die mit einer Kante verbunden sind, dass die anziehende Kräfte haben und die anderen nicht, dann wird es tendenziell sich auch in die Richtung orientieren, dass die Kanten eher kurz sind und Knoten, die nicht mit einer Kante verbunden sind, eher weit auseinander sind. Und das ist ja durchaus auch ein vernünftiges Ergebnis, was dann herauskommen würde. So, ja. Wie definieren wir die? Betrachten wir es nur für zwei Knoten. Was wir haben, ist eine monotone Funktion. Bei anziehenden Kräften monoton wachsend in der euklidischen Distanz der beiden Knoten. Bei abstoßenden Kräften streng monoton fallend in Abhängigkeit von der Distanz der beiden Knoten. Und es macht Sinn, wie gesagt, nicht hier die Physik zu verlassen, das physikalische Vorbild zu verlassen, nicht lineare Kräfte anzusetzen, sondern superlineare Kräfte, weil wir dann ganz sicher sind, wenn wir es auseinanderziehen, das ganze Gebilde, dann werden irgendwann die anziehenden Kräfte das Übergewicht bekommen und wenn wir es zusammendrücken auf einen Punkt, dann werden irgendwann die abstoßenden Kräfte das Übergewicht bekommen. Wir haben unser Equilibrium im endlichen Bereich. So, dazu gibt es dann noch eine Übungsaufgabe, bei der Sie sich dann die Zähne ausbeißen können, wie Sie dann diese Kräfte tatsächlich auch auf sinnvolle Art und Weise definieren. Ich will Ihnen aber von vornherein sagen, die naheliegende Idee, nehmen wir uns zwei Kanten her, die Abstoßung zwischen zwei Kanten. Die naheliegende Idee wäre sicherlich, dass zumindest ist das Ergebnis der vielen, vielen Gespräche, in denen ich die Aufgaben abgenommen habe im Laufe der letzten Jahre. Die naheliegende Idee wäre zu sagen, wir haben zwei Kanten,
Wir wollen, dass sie sich abstoßen. Naja, wir nehmen die zwei Knoten her, die stoßen sich ab. Die zwei Knoten, die zwei Knoten und die zwei Knoten. Ja, also wir haben die Abstoßung von Kanten zurückgeführt auf vier Abstoßungen von Knoten. Ist natürlich problematisch, weil wenn Sie sich vorstellen, etwa diesen Fall hier, zwei Kanten, die extrem nah beieinander sind, aber trotzdem sind die beteiligten vier Knoten immer noch ordentlich weit auseinander. Ja? Sie bekommen da keine große Abstoßung hin, wenn Sie nur die Knoten sich abstoßen lassen, obwohl die Kanten schon extrem nah beieinander sind. Ja? Also ganz so einfach würde ich das nicht akzeptieren, dass sie die Kräfte, beispielsweise die Kräfte modellieren, mit der sich zwei Kanten voneinander abstoßen. Da erwarte ich ein bisschen mehr Überlegung. So, das fotografiere ich auch wieder. Ich mache von Mal zu Mal mehr Bilder. Gut. Okay, hier nochmal der Punkt, dass es nicht ins Unendliche geht und nicht kondensiert, kollabiert in einem einzelnen Punkt, sondern dass das Ganze schön ist. Da wird man sicherlich, wie gesagt, an den Gewichtungsfaktoren spielen müssen. So, jetzt sind wir am Ende der Zeit und auch am Ende dieses Unterkapitels. Dann werden wir mit diesem Thema hier, phylogenetische Bäume, beim nächsten Mal weitermachen. Bis dann.